Hallo und herzlich willkommen zum ersten offiziellen World-Welt-Day-Tag. Ist wirklich. Hier treffen sich die Nationen. Mannigfaltig Menschen heute hier vertreten. Hallo, wie stehen Sie zum World-Welt-Day? Ich höre gerade in der Regie, wir haben keine Mikrofone im Publikum. Das könnte zu Komplikationen führen. Hier sind sie also versammelt. Zwei der besten E-Sportler aller Zeiten treten gegeneinander an und das ohne Linkkabel. Erstaunlich. Hier läuft alles über Bluetooth und Infrarot ab. Zu unserer Linken haben wir Pussy Destroyer XXX und hier Your Mom YZ123. Zwei wirklich unerbittliche Gegner, die sich seit Jahr und Tag wirklich immer wieder das Ganze geben. Einen wunderschönen guten Tag. Möchten Sie Ihre Zukunft vorausgesagt bekommen? Ob wir gesund bleiben. Ob Sie gesund bleiben? Okay, einen Moment. Wenn Sie weniger trinken. Haben Sie es gehört? Ich trinke okay, nichts. Ja, sehr gut. Dann haben Sie auf jeden Fall eine gute Zukunft vor sich. Nach außen hin scheinen Sie zu lächeln, aber innen schreien Sie um den Sieg. Da kommen die ersten Fans ins Bild gelaufen. Großartig. Die können gar nicht an sich halten. Hier hinten, es gibt Applaus aus Applaus. Dem Publikum. Sie wissen, hier geht es gerade ums Ganze, wirklich. Der Pussy Destroyer mit seinem Fanclub, der geschlossen hinter ihm steht. Ja. Mit Geld, wie sieht's aus? Geld? Ob's gut oder schlecht? Geld, gut oder schlecht? Sieht schlecht aus. Oh, das kam jetzt unerwartet. Weiß ich jetzt auch nicht. Schalten wir mal rüber zum Publikum und interviewen. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Für wen ist denn Ihre Unterstützung gedacht? Sind Sie auch für Pussy Destroyer hier oder für Your Mom? Für beide. Für beide sind beide. Sie da. Also Sie sind unparteiisch. Ja, okay. Drücken Sie beiden die Daumen. So ist es, okay, ja. Das ist ja äußerst spannend. Also das ist wirklich ein unerbittlicher Kampf. Beide haben das Spielgerät in der Hand und lassen nicht locker. Was erwarten Sie von dem heutigen Finale? Und das werden Sie auch bekommen. Das werden Sie bekommen. Also wir haben jetzt hier die Situation, dass wir hier ein Kind haben. Ein kleines Kind ist da. Auch 1978 hatten wir schon mal ein Kind. Hier haben wir aber wirklich einen geballten Haufen Expertise. Großartig. Ich sehe hier einen ganz sauberen Strich. Da ist wirklich ein Profi am Werk. Auch die Stimmung ist noch gut. Die Frage ist, wie lange? Die Stimmung ist sehr angeheitert. Vielleicht ist Alkohol im Spiel. Oh, es bewegt sich. Ich gehe nochmal einen Meter zurück. Oh, fuck. Wir waren das nicht. Oh, shit. Das war schon wach, als wir... Das war schon so. Ja. Leute, das war schon so. Kind war schon kaputt. Weil wir so Dreck verstecken hinter dem Scheißtisch. Das war eine gute Leistung, oder? Ich bin sehr zufrieden. Ja. Das Publikum ist zufrieden. Ja. Dann machen wir Feierabend. Ein großer Applaus für die Sportler. Er möchte es uns zeigen. Oh! Oh, oh, oh mein Gott! Oh. Das ist er! Volle Entschlossenheit! Oh. Aber nein! Doch mal diese Eleganz. Das ist er! Voller! Oh. Nein! Das erste Date zwischen Jenny und Marius. Sieht bis jetzt sehr gut aus. Es läuft sehr harmonisch ab. Gestern hatte er Sarah, da sah es nicht so gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass die beliebte Rose heute vergeben werden könnte. Der Publikumsliebling. Der Publikumsliebling, ja. Wird für ihr Lachen geliebt. Aber John. Aber er scheint gerade etwas distanzierter zu sein. Also für eine langfristige Beziehung sehe ich schwarz. Er springt. Oh, das will man sich aufs Butterbrot spielen! Ich sehe gerade, wir haben hier zwei größere Menschenansammlungen. Damit kenne ich mich jetzt leider nicht so aus. Da fehlt mir jetzt auch die Expertise. Aber ich höre gerade, dass unsere Expertin für Menschen gerade reinkommt. Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir haben ein wunderschönes Wetter, sag ich mal. Und da ist es natürlich typisch, dass sich einfach mehr Menschen an Plätzen versammeln. Auch in Mal seid ihr immer dieselben Spacken hier. Ich habe Kopfhörer auf, ich höre euch nicht. Ich höre euch selbst nicht mal schreien. Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Ist dann einfach typisch, dass hier mehrere Menschen Hau ab! Und das ist mein Grundstück hier. Auf jeden Fall auch unterhalten. Ich habe Kopfhörer auf, ich höre dich nicht, du Spacken. Normalerweise, hier haben wir jetzt gerade Touristengruppen auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zurück beim alljährlichen Bartel Royal. Es geht dieses Jahr in die 10. Runde. Es geht um den großen Sieg. Und jetzt geht es auch direkt los. Hier wird sich nichts geschenkt. Guckt euch an, wie hier die Fetzen fliegen. Und die ersten stürmen rein. Oh. Werden alle reinpassen. Das sind brutale Szenen, die sich hier abspielen. Jetzt schicken sie ihre Kinder ins Bett. Das wird heute sehr blutig. Ja. Ein Bartel Royal, da kann nicht jeder überleben. Hier, du siehst, extra Gepäck ist nicht von Vorteil und da geht die Tür bereits zu. Und das Fahrrad versucht noch rein. Da wird noch gekämpft, Wird er es noch schaffen? Er greift sich und. Ja! Jawohl! Ist denn das die Möglichkeit? Es gibt keine Toten bei diesem 10. Bartel Royal. Das ist ja unglaublich. Es gibt nur Gewinner. Was small like a cute queen from the movie Cena. I am the one. Dance on the floor and around. Wir haben hier die Paralympic-Teilnehmer, die noch mitmachen wollen. Und selbst da hinten, guck, selbst da hinten schafft es noch eine Person. Oh, das wird spannend, Gerade so. Sie hat es reingemacht. Es ist drin. Sie hat es geschafft. Die Paralympics haben aufgegeben, so wie es aussieht. Das Runde muss ins Eckige. Hallo, was kosten die denn? 3,90 Euro. Einmal bitte. Nehmen wir. Eine Tüte dazu? Nein. Nee, brauchen wir nicht. So. Erdbeeren. 3 Euro. Für 3,80 Euro. Wollt ihr Erdbeeren haben? Wollt ihr Erdbeeren? Ja. 3 Euro. Hier, nimm dir eine. Einmal Nudeln Napoli bitte. Einmal Spaghetti. Pizza Schinken bitte. Spaghetti Napoli. Spaghetti Napoli. Pizza Schinken. Pizza Schinken. Groß, klein? Groß. Danke. Heute ist die Eröffnung des ersten offiziellen internationalen Anti-Fußball-Kampfes. Das heißt, auf einen Spieler folgen 11 Bälle? 22, würde ich fast sagen. Okay, wir haben noch mehrere Teams. Wir haben uns hier versammelt. Vorne versammeln sich schon die ersten spielfaszinierten, begeisterten Menschen. Ich würde sagen, dann lassen wir doch mal das Spiel eröffnen, oder? Los geht's. Bälle rollen aufs Feld. Ja. Ja, doch. Erste Spieler versammeln sich. Interagieren mit dem Spielgerät. Ja, ich sehe noch die Skepsis. Da gibt es noch dezent Angst, sich am Spielgerät zu beteiligen. Da haben wir den ersten. Oh, offene da Fragen, hat er den. Fragen. Da hinten sehe ich schon Interaktion. Jawohl. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute hier. Mach deinen Salto. Schönes Ding. Da ist schönes Ding. Sperma unterm Tisch gelandet. So in die lecker Fresse. War das. Jetzt übelst die Kinder und so. Wir haben auch junges Publikum hier. In der Tierwelt gibt's auch Sperma. Mach weiter, Robin. Da gibt es erste Opfer. Großartig. Oh, da ist ein richtiger Künstler. Oh, da wird sogar die Kommentatorenbank mit einbezogen. Das ist aber ein wildes Turnier hier. Frisch zubereitet. Und sie haben auch an der Sahne nicht gespart. Er läuft ein Blitzer. Ein erstes Foul ist passiert. Aber er ist wie ein Held. Wirklich? Sehr gerne. Nein, um Gottes Willen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auch das noch. Was tut man nicht alles für die Kultur? Ja, ne? Ja, für die Kunst. Na sagen Sie doch mal, was möchten Sie denn gerne wissen? Ich möchte gerne wissen, wie ich da auch ohne Leiter nach oben gekommen bin. Ist gefallen. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank vor allem an die ganzen Unterstützer auf Patreon, auf Twitch, per PayPal-Überweisung oder auch Amazon Reflink-Nutzer, was auch immer. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr uns auf der Gamescom sehen wollt, dann könnt ihr das. Und zwar Freitag, 15 Uhr, zwischen Halle 6 und 7. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer... Hey!